Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo miteinander, herzlich willkommen zum neuen Video zum Thema PV und Innenreihe. Ja, ich kann es nicht lassen, YouTube kann es mich lassen, mir immer wieder sich einen Mist vorzuschlagen und ja, keine Ahnung. Wir machen das jetzt so, wir haben heute ein bisschen anderes Video und zwar, ich werde den unwichtigen Teil alles rausschneiden. Ich ziehe mir jetzt das Video einfach rein. Wie ihr seht, habe ich mir schon angeguckt und ich pick mir die wichtigen Sachen noch mal raus und dann quatschen wir mal ein bisschen drüber. Genau, das ist unser Versuchsaufbau heute mit 4 Paneelen. Jedes Panel, das sind schon so 9 Back-Contact-Paneele, in dem Fall jetzt hier jedes Panel mit 150 WP. Ich glaube, wir haben eine Leerlaufspannung von ca. 28. Ich glaube, wir haben eine WP hieß übrigens Watt, also die Power. Ne? Muss man natürlich so ausdrücken, dass man... Links Reihenschaltung, rechts parallel. Die Werte sind annähernd identisch. Es manchmal variiert es ein bisschen, die Sonne ist... Also hier sehen wir schon mal Parallelschaltung 2 Watt mehr. Ne? Nicht ganz konstant heute. Wir haben immer wieder leichte Wolken oder leichte Beschattung davor. Na, hier seht ihr, ja, im Grunde genommen, es ist halt wieder, keine Ahnung, ich kann mir da nur an den Kopf greifen. Ne? Sie zeigen es doch nur hier schon selber, dass parallel besser ist. Ne? Und jetzt, um das Dogma zu bestätigen oder wahrscheinlich ihr eigenes Versagen nicht zugeben zu müssen, ich weiß es wirklich nicht, ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Ich meine, ihr seht es doch hier auch, ne? Und die sagen hier, das kommt dann am Ende, eine Reinschaltung ist halt besser, ne? Pass auf, jetzt zeige ich euch mal, was die da für einen Test gemacht haben. Und warum und wieso das scheiße ist. Und warum das als Firma erbärmlich ist, wirklich erbärmlich. Bärmlich ist das. Wir sehen rechts die Modulspannung aktuell bei um die 25 Volt. Links liegt die Systemspannung bei ca. 50 Volt. Also, ne, wie gesagt, genau das Doppelte durch die Reihenschaltung. Da gleich nochmal interessant. Rechts der Strom aktuell bei 220 Watt, ca. 8,8 Ampere. Auf der linken Seite ebenfalls 220 Watt. Ach, ebenfalls 220. 2 Watt weniger, ne? Naja, also hier wird wieder versucht mit diesem Blödsinn, ja, die Spannung und die Amp, PSU-MAI, Mann, was habt denn ihr in der Schule nicht aufgepasst, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Und lesen könnt ihr auch nicht. Ich meine, es sind nur 2 Watt, aber ja, es sind halt 2 Watt, ne? 4,3, 4,2 Ampere. Also hier wird nicht auf die Watt eingegangen, wo wir ja hier sehen, die ganze Zeit jetzt im Video, dass parallel besser ist. Wird jetzt hier erklärt, oh, Ampere, Spannung, bla bla. Red doch über die Watt. Wieso hat die Parallelverschaltung jetzt mehr Watt als die in Reihenschall? Warum? Meine Fresse. Ja, oder 4,4 Ampere eben. Das heißt, wir haben durch diese Reihenschaltung die Hälfte der Stromstärke. Das heißt, wir brauchen auch nur den halben Kabel. Wir haben nur die Hälfte der Stromstärke, dieser dünnsche PSU-MAI, Alter. Und wenn du hier 6 Quadrat, guckt euch mal das Kabel an. Er hatte dieselben Kabel genommen wie bei dem Parallelmodul. Ne, ich sag jetzt mal, ich glaube original sind die an den Modulen 4 Quadrat, die Kabel, oder sogar 6 Quadrat, ne, je nachdem. Also so an dem Modul dran sind meistens Kabel, ne. Und ja, das... Also hier haben wir auch eine Firma, die kann keine Kabel berechnen, muss man dann in Reihe schalten, alles, ne? Ist ja logisch. Querschnitt, beziehungsweise bei gleichem Kabelquerschnitt haben wir nur die Hälfte der Verluste. Moment! Bei gleichem Kabelquerschnitt haben wir weniger Verluste. Also hier wird wieder davon ausgegangen, dass ich das AC-Kabel, also in Reihe das Kabel nehme, wo meine Anlage scheiße ist, die Werte alles scheiße sind. Aber da kann ich ja dünnere Kabel nehmen. Und wenn ich das dünnere Kabel bei einer Parallelschaltung nehme, dann ist das alles scheiße. Ja, Digga, da musst du halt das doppelt so dicke Kabel nehmen. Ne? Das kostet, was kostet denn das? Sagen wir mal 100, 200 Euro, je nachdem, wie groß eure Anlage ist. Also bei mir waren es 20 Euro.
Ne, und ihr seht, pro Minute alleine in seinem Test, was er hier zeigt, schon mal 2 Watt. Ne? Ich kann euch jetzt schon mal verraten, es ist noch mehr wie die 2 Watt. Aber wenn man eben keine Ahnung von den ganzen Krempel hat, ja. Ich kläre das am Ende auf. Bleibt dran. Passiert, wenn wir bei beiden Anlagen, also einmal bei der parallel geschalteten, einmal bei der seriell geschalteten Anlage, eine Teilbeschattung darstellen. Wir haben uns hier eine Pappe zurechtgeschnitten, die montieren wir mal eben und dann. Also da gehen erstmal Props raus. Er hat Beschattung gesagt. Vielen lieben Dank. Ne? Also ich werde nicht nur das Negative hier zum Ausdruck bringen. Das ist positiv. Jetzt tun sie hier die Hälfte von jedem Modul jeweils abkleben. Jetzt muss ich euch mal fragen. Ist mir gerade eine Idee gekommen. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt keine Ahnung von nichts. Ne? Und haben 4 Module. Zwei davon ist die Hälfte verschattet. Was haltet ihr denn von der Aussage, wenn man jetzt mal ganz einfach das Thema runterbricht, ne? Müsste doch bei beiden das gleiche rauskommen. Oder nicht? Ne? So, einfach mal ganz einfach denken, ohne diesen ganzen Krempel, der da hinten dran hat. Warum, wenn ich viermal dieselben Module habt, zweimal parallel und zweimal in Reihe. Da muss doch das gleiche rauskommen, oder nicht? Hm? Na, gucken wir mal. Was passiert? Rechts die Parallelschaltung, links die Reihenschaltung. Wir haben rechts circa 100. Das ist so unfassbar. Das ist halt die Frage. Ist das hier Absicht oder einfach nur Unwissenheit? Ich meine, als Firma, Alter. Also, normal müsste man jetzt an der Stelle, müsste ich sagen, ja, okay, komm, das hat keinen Sinn mehr. Aber das ist so unfassbar, ne? Dass, wie soll ich denn das sagen? Also, wenn ihr das hier glaubt, dann ist ja auch klar, dass ihr nicht verstehen könnt, warum ich autark bin, oder? Ich verstehe das nicht. Ich komme da nicht mit, Leute. Ne? Also, ich erkläre das euch jetzt so gleich auf jeden Fall, was ich euch damit sagen will. Das sind eben auch Videos, die dafür sorgen, ja, dass ich, wenn ich eben mein PV-Manifest eben erkläre, dass es parallel oder so, du ab und zu mal nebenbei parallel erwähnen, das sind solche Videos, die dafür sorgen, dass es eben nicht über die Wahrheit gesprochen wird, sondern über falsche Tests. Ne? Ich habe euch das ja auch schon gesagt, in meinem Test hier mit der Wicklung hätte ich selber auch fast einen Riesenfehler gemacht, der das alles verhindert hätte, und dasselbe haben wir jetzt hier. Ich lasse ihn jetzt mal noch was reden, was er dazu sagt. Mal gucken. Gucken wir zwischen auf diese 28 Volt Leerlaufspannung drauf und wir haben nur ein Viertel von der Gesamtanlage als Verlust in dem Fall, weil auch nur ein Viertel beschattet ist. Wie gesagt, ein Viertel beschattet, ein Viertel Verlust bei Reihenschaltung, Parallelschaltung, ein Viertel beschattet, Hälfte Verlust. Deswegen verwenden wir nur Module, die wir ausreichend erprobt haben, die wir dann auch dementsprechend für gut befunden haben. Hier jetzt unsere nagelneuen High-End-Back-Contact-Module mit dem Sch Ich gucke jetzt noch mal zu Ende, ob zu der Parallelverschaltung jetzt noch was erwähnt wird. Hier seht ihr übrigens die Kabel. Ne? Die sind ja bei, was ist, ich denke, das sieht aus wie 4 Quadrat, ne? Was ich vorhin gesagt habe. Ausgeliefert. Dort können wir immer noch mit 2,5 Quadrat-Kabeln bis zum Laderegler runtergehen. Entsprechend vom Laderegler zur Batterie, dann möglichst sowieso kurze Wege und dementsprechend großen Querschnitt. Dann, was kann ich, wo wir da liegen, haben wir da 10 Quadrat oder 6 Quadrat irgendwie so. Er 10 oder 6 Quadrat? Alter! Das kann doch nicht wahr sein, ey. What the fuck? Ne? Aber 10 Quadrat würden bei parallel geschalten nicht reichen, ne? Habt ihr PSU mal I? Alter, what the fuck? Genau, aber ist eben der Vorteil, wenig Verluste, geringer Kabelquerschnitt, einfacher zu verlegen. Und nachher, wie wir eben gesehen haben, eine Top-Anlage. Einfacher zu verlegen? Top-Anlage, Top-Verarsche. Also ich denke, das ist absolute Unwissenheit, oder? Ich weiß es nicht. Auch bei Teilbeschattung liefert eine solche Anlage in Reihe geschaltet mit den entsprechenden Trenndioden immer super Ergebnisse. Mit den super Verlustdioden. Alter.
Jetzt weiß ich aber mal, warum einige Zuschauer von mir ja Scheiße labern, ne? Ja, kommt von sich ein Müll hier. Also ich habe jetzt das Video mir noch mal bis zu Ende jetzt angeguckt. Und ja, also klar, für den Außenstehenden oder der jetzt nicht so viel Ahnung mit von PV hat, der wird natürlich jetzt sagen, ja, ich klemme meine Module in Reihe, die haben das ja hier gezeigt und hin und her. Ja. Wollt ihr die Wahrheit hören? Na, dann schnallt euch mal an. Gehen wir doch erstmal zurück und hören uns nochmal an, was die Ausgangslage Ja, ist. nimm mal mit 150 WP. Okay, also merken wir uns doch mal diese 150 WP. Watt, ne? Das ist immer schon, um die Leute zu verwirren, wird dann versucht mit irgendwelchen Spaßbegriffen. Ich meine, es ist kein Spaßbegriff, ja, aber kann man denn nicht einfach Watt sagen? Aber so, da bräuchte man keine Firma mehr, ne? So, also er sagt, jedes Modul hat 150 Watt. Wer jetzt in der Schule aufgepasst hat, der wird sofort erkennen, aha, jede Anlage, also diese Parallel- oder Reihenanlage, hatte 300 Watt. Insgesamt, ne? So, und wenn wir uns jetzt mal die Daten noch mal angucken, so jammer, wenn wir uns jetzt mal die Daten angucken, ne, das ist Grüße an Markus an der Stelle, hier kannst du es auch noch mal erkennen, das ist im Grunde genommen derselbe Fehler, so ein ähnlicher Fehler, den du auch gemacht hast mit diesem Zehntel C. Und ihr euch auch jetzt von den Daten eben täuschen lässt. So, wenn man das aber jetzt noch mal auffühlt. Als allererstes ist die Reihenschaltung, wenn wir hier mal gucken, 150 Watt. Er hat ungefähr die Hälfte von dem Modul verdeckt, sagt er. Ne? Also müssten ja, wenn wir jetzt sagen, 150 Watt, das eine ist voll in der Sonne und das andere die Hälfte bedeckt, sind 150 plus 75 Watt müssten hier rauskommen. Ne? Das ist das, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr die Module seht, was muss dort rauskommen? Ne? Wenn du einen 50 PS Motor hast, wie viel PS kommt dort raus? Ne? Und die wollen euch alle erzählen, ja, da kommen höchstens 40 raus. Und da Mr. Solaroptimierer. Na gut, Männer, gehen wir mal rein. Also, wenn wir jetzt mal die 9 Watt vergessen, hat er hier nur die Modulleistung von einem Modul. Ne? Ein Modul, sagen wir mal, 150 Watt. Das heißt, er zeigt halt in dem Video hier, dass das beschattete Modul eigentlich komplett außer Kraft gesetzt ist. Ja, moin. Die Dinger, also gut, die werden, ich weiß nicht, ob wir volle Sonne hatten an dem Tag, ob jetzt die 150, ob das das gebracht hätte im optimalen Winkel oder so, aber gehen wir einfach mal davon aus. Dann haben wir ja hier dasselbe, als würde ich eine Platte hinstellen und die einfach auf den Laderegler klemmen. Könnte ich ja bei, in dem Fall Beschattung, die zweite einfach abklemmen, Digga. Ja, moin. So. Das ist Punkt 1. Da müsste einem ja schon mal auffallen, ne, Moment mal, ich müsste doch 200 zerquetschte Watt haben. Wieso habe ich nur 150? P ist U mal I. Ich werde das noch so einblenden. Scheinbar, ne? Ist jetzt nicht an euch gemeint, an meine Zuschauer, sondern an diese Zuschauer, die sich durch den Mist hier reinziehen. Ne? Es ist halt scheiße, die wissen es wahrscheinlich auch nicht besser. Die machen das wahrscheinlich auch nicht aus Böswilligkeit oder so. Ich mache das Video hier auch nicht aus Böswilligkeit. Mich regt das auch nur auf, diese Unwissenheit. Dann, wisst ihr, dann keine Ahnung. Da muss ich doch, mich hatte mal der, wie heißt das hier, der Sachverständigen-Dings für PV hatte mich mal eingeladen. Auf Facebook. Ja, ich dachte damals, es sind Trolle oder irgendeine Verarsche oder so, aber scheinbar besteht da Handlungsbedarf. Weil ich kann es nur jedem mal anbieten, wenn ihr da halt hier, keine Ahnung, eine Akademie habt oder so, oder bildet Leute aus, die den Leuten hier sich einen Mist erzählen, ja, dann macht, mietet mal irgendwo ein Ding, schickt mal alle, die Leute ausbilden, dahin, Kohle, und ich mach da mal, ja, keine Ahnung, 10 Stunden Vortrag oder so. Wo du, ich den Leuten mal die Wahrheit, die Tatsachen, ich erzähle, ich denke mir hier nichts aus, weißt du? So, jetzt wird natürlich der ein oder andere sagen, ja, Moment mal, Action. Wieso kommt dann bei
der Parallelverschaltung nur 100 Watt raus. Ich habe das euch jetzt nicht mit reingenommen. Er erzählt halt mit Bypass-Dioden bei der Reinschaltung, bla bla bla, der ganze Müll. Das haben wir schon 100 Mal gehört, ne? Und da rafft halt, die raffen halt gar nichts, ne? Ist nicht böse gemeint, liebes Giba-Team oder so, aber wenn ihr euch ins Internet stellt hier und was soll das? Das ist doch, keine Ahnung. So, pass auf. Warum kommen denn jetzt hier keine 150 Watt aus dem Modul? Ich meine, wir haben doch ein 150 Watt Modul, müsste doch 150 Watt rauskommen, beziehungsweise meiner Meinung nach eben die 200 zerquetschte Watt. Also 225 sind es, ne? Muss man nochmal nachrechnen. So, und die Antwort ist ganz einfach. Die ist fast schon erbärmlich, ne? Wenn ihr ein PV-Modul, also zwei PV-Module habt, Entschuldigung, Solarmodule, ne? Da blendet dann euren Wasserschlauch an und dann geht's scharf, ne? Nee, Spaß. Stellen wir uns mal vor, das sind zwei exakt große Rechtecke. Kriegt man das hin oder muss ich es mit Grafik und Zeichnung machen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wäre es besser, ne? Aber habe ich jetzt gerade keine Lust drauf, weil mir das einfach, das ist so, das ist fünfte Klasse Physik, Leute, ne? Wahnsinn, steht in jedem Tafelwerk und er wird hier rum. Ich will mich nicht aufregen. So, zwei Module. Er sagt im Video selber, ihr könnt euch das Video mal rein, ich empfehle es niemand, sich diesen Müll reinzuziehen, nur wenn ihr erkennen wollt, wie solche Fehler zustande kommen oder eben auch dieser Irrglaube, dass Reihe besser ist und dieser ganze Müll, ne? Wenn ihr zwei Module habt, sagt er im Video auch, wenn das jetzt beschattet ist, das eine, dann kommt ja da auch weniger Spannung raus. Natürlich auch Ampere und Watt, ist klar, weil eben die Hälfte bedeckt ist, ne? So, jetzt kommt folgendes Problem. Wenn die Spannung hier fällt und hier aber nicht, dann ist ja die Spannung hier, na gut, das können wir jetzt so, jetzt passt ja das Verhältnis, ne? Hier das Rechteck ist kleiner und das ist größer. Und da die parallel geschalten sind, ist das wie bei einer Autobatterie oder bei Kondensatoren oder bei jeder Parallelschaltung, dass sich versucht, das auszugleichen. Ne? Also die zwei Rechtecke wollen gleich groß werden. Ne? Und das Große muss eben hier Energie reinschicken, damit das sich ausgleicht. Ne? Also wenn wir es jetzt mal als Batterie uns vorstellen, ihr habt einen Akku oder eine Batterie, die ist richtig voll und eine Batterie, dieselbe Batterie und die Größe steht für die Ladung in der Batterie. Und ihr klemmt die jetzt parallel, dann würde das so lange die hier reinschütten, sage ich mal, bis beide gleich groß sind. Die wird kleiner und die wird größer, bis beide ungefähr gleich groß sind. Und das ist hier das Problem, ne? Das große Modul drückt jetzt, weil es mehr Spannung, mehr Leistung, mehr Power hat, mehr Ampere, blablabla, drückt das in dieses Modul, was beschattet ist, zusätzlich noch, ne? Und dieses Problem löst man mit einer Blockdiode. So, die Blockdiode sorgt dafür, dass eben dieser Strom nicht mehr hier reindrücken kann. So, und dann hätten wir schon mal die 150 Watt. Oh, tada! Ne? Entschuldigung, 149 noch, was ein bisschen Verlust, ne? So, und jetzt kommt Folgendes. Jetzt ist aber dieses Modul, es war ungefähr die Hälfte abgedeckt. Und da hätten wir die 75 ungefähr, ne? So, das heißt, bei der Parallelverschaltung würden hier 200 Watt rauskommen. Ja, keine Ahnung, ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder keiner glauben. Oder ich weiß nicht, ob das zu schwer ist, dass die Leute da nicht mitkommen. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass ich den Test nicht machen werde, um euch das zu zeigen. Auch wenn ich hier so einen Scheißdreck sehe, das animiert mich dann schon doch, das richtig zu stellen. Nicht, weil ich ein Arschloch bin und geil sein will und so. Nein, Mann, das ist fünfte Klasse Physik. Ich könnte heulen, Jungs, ne? Mensch, stemmt's doch richtig an, da wird's doch das Video nicht machen, ist doch nicht meine Schuld, ne? So. Ja, und damals die Panel habe ich donated bekommen, die Module für den Test. Und auch vom Basti, liebe Grüße nochmal an der Stelle. Vom Markus habe ich die MPP oder MPPT sogar. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das waren sogar echte MPPT. Ah, schlacht mich. Weiß ich jetzt nicht mehr. Hat er gespendet. Grüße gehen dafür auch nochmal raus. Ja, wenn ich diesen Mist hier sehe, bin ich der Meinung, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare hauen. Also, dass der Aufbau steht ja nach unten. Die zwei Schaltungen liegen hier auf dem Tisch. Muss ich das jetzt wirklich noch mal zeigen? Ich habe ja in dem anderen letzten Video hat es ja die Firma auch schon gezeigt.
Vielleicht haben die das, ich habe da gar nicht drauf geachtet, ob die da, wahrscheinlich haben die da auch keine Blockdioden drin gehabt und deswegen war der Unterschied so minimal, ne? Weil in Wirklichkeit ist es halt signifikant, ne? Das merkt jeder Idiot sofort. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, also wenn ihr das unbedingt haben wollt oder sagt, hey, das mach du selber lieber nochmal und erklär du's, weil die alle eben zu unfähig sind oder weil ich weiß es doch auch nicht, ne? Entweder es ist Unfähigkeit oder hier wird absichtlich die Leute betrogen, aber ich glaube es mittlerweile nicht mehr, ne? Ich habe jetzt so viel gelernt, ich weiß, dass die alle nur abschreiben und ja, also haut mal was in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Soll ich dazu den Test nochmal aufbauen? Dann würde ich so machen wie die, einmal in die Sonne und euch das mal zeigen. Dann könnten wir auch ja mal die Blockdiode, könnte ich mal überbrücken und euch diesen Wert hier zeigen, ne? Also, ja, gut. Ich bastel das mal schön zu einem Video und wie gesagt, wäre sehr nett, wenn ihr wirklich mal eure Kommentare runterhaut. Vielleicht, ich weiß so nicht, wie man die Sache klären soll. Ne? Ich kämpfe hier seit über 8 Jahren alleine, fast auf dem Posten, wie gesagt, das letzte Video, das ist die erste Firma, die ich gefunden habe, die mal ihre Hausaufgaben gemacht hat und das eben richtig erklärt alles. Und hier, solche Videos gibt es hunderte. Ne? Und ja, damit blenden sich die Menschen selber, ihr werdet geblendet und postet dann halt unter meinen Videos solchen Schwachsinn. Ja, Rechtschaltung ist besser. Ja, Digga, geh dich erschießen, ey. Gut, ich bin raus. Tschüssi. Ich habe die Kommentare gar nicht gelesen. Das hau ich jetzt noch schnell hinten ran. Und zwar, ich zeige euch jetzt den Kommentar so einfach mal schnell. Und zwar, habe gar keine Sperrdioden gegen Rückstrom gesehen. Braucht man keine? Vor 9 Monaten wird natürlich nicht beantwortet, warum oder so. Phase A100, habt ihr bei den Parallelgeschalteten ernsthaft keine Dioden im Einsatz? Also es gibt da draußen noch ein paar Leute, die, also Grüße gehen raus hier an Face A100 und Andreas Körner. Sind noch mehr Kommentare, ich habe es nur die zweimal, wird überhaupt nicht drauf eingegangen, ne? Denen geht es hier nur um Schotter, Alter, oder Community oder so, es wird nur das geliked, die Kommentare und so, die für sie sprechen und am besten gleich noch einen Vertrag abschließen und etc. Und sowas, wo mal einer schreibt, hey, wieso macht ihr da keine Dioden rein? Das haben sie nicht gesehen, ne? Ja. Ja. Licht und Liebe.